Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe ein bisschen was Feines mitgebracht. Etwas älter schon. Nacht in Flammen aus dem Sonne-Mond-Zyklus. Hier diese Sealed Booster. Richtig, richtig schöne Produkte und alles hier, die Jojos. Ja, wir befinden uns da hier in der Geburtstagswoche. 3 Jahre Pokeknecht 90. Und da habe ich ja gesagt, da öffnen wir nicht nur was Aktuelles, sondern so alles auch aus den letzten 3 Jahren, was ich noch so habe, was ich noch so öffnen möchte. Und da darf Nacht in Flammen natürlich nicht fehlen. Wir sind da auf Jagd nach Rainbow Glurak. Habe ich bisher noch nicht gezogen. Brauche ich für meine Sammlung. Leider sehr teuer. Werde ich auch wahrscheinlich niemals ziehen. Heute aus diesen 4 Boostern erst recht nicht. Ich weiß nicht, wer die Produkte so kennt. Eigentlich ganz cool. Machst du hier so eine Seite auf. Bums. Kannst du hier auch aufmachen. Und dann sind sie immer noch zu. Klappst sie hier dann so ein bisschen auf und kannst dann ein Booster rausziehen. Finde ich ganz schmuck. Besser als wenn du einfach nur so einen Booster hast. Habe ich auch für meine Sealed Booster Sammlung. Sieht einfach schmuck aus. Geld, ich weiß gar nicht, wie teuer die waren. Die habe ich sehr günstig bekommen. Sind die natürlich trotzdem teurer, als wenn du jetzt die Booster einzeln holt oder gar so ein ganzes Display. Nach den Flammen richtig gelungenes Set und ja. Auch dazu haben wir natürlich einiges in den letzten 3 Jahren hier aufgemacht. Ich verlinke euch da mal das ein oder andere Video. Das ist jetzt ja schon das dritte Video, der dritte Tag in dieser Geburtstagswoche. 3 Jahre ist schon eine lange Zeit. Als ich das erste Video hochgeladen habe, hätte ich nie gedacht, dass da irgendwie mehr als 10, 12 Videos zusammenkommen. Und jetzt habe ich, keine Ahnung, schon bald 500 Videos hier hochgeladen. Alles natürlich relativ unprofessionell. Es ist halt nur ein Hobby. Ich mache das ja nicht wie so ein Zero of Time hier gewerblich. Hab natürlich auch gar nicht dann so die Möglichkeiten, das aufzumachen. Ich würde jetzt natürlich auch viel, viel lieber noch viel, viel geilere Sachen öffnen. Viel, viel mehr davon. Aber gut, das Geld gibt es nicht her. Pokémon Go Set ist auch am Start. Von daher, ja, wird es eine teure Zeit, ein teurer Sommer. Genug gequatscht. Hier 4 schöne Artworks. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und ziehen zumindest einen Pull, sprich eine GX, denn damals gab es keine V-Karten, sondern GX-Karten für die, die erst seit kurzem dabei sind. Das ist halt ein Set aus dem Sonne-Mond-Zyklus. Auch eines, ja, sag ich mal, der früheren Sets. Da war die Pullrate allgemein nicht so wirklich prickelnd. Hat sich so erst gefühlt, aus meiner Sicht, seit bunter Gleichgesinnten verändert. Davon haben wir auch schon was geöffnet hier im ersten Video, als wir hier die Tag Team Generation Premium Collection geöffnet haben. Da war auch Kräfte im Einklang am Start. Richtig, richtig cool. Schön, so alte Artworks mal wieder zu sehen. Da wir so wenig öffnen, hier in diesem Video kann man die Artworks ja nochmal genießen. Auch wenn es nur ein Raupi ist, aber ein sehr gelungenes. Funifras ist unser Reverse. Und alter Schwede. Ich weiß gar nicht, ob ich Bromley habe. Aber wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? So muss das doch in einem Geburtstagsvideo sein, Freunde, oder? Und ich finde, die Full Art Trainerkarten, die sahen damals einfach noch geiler aus als jetzt. Die haben auch eine andere Struktur. Die sind dicker, die sind fester. Man merkt hier wirklich die Struktur. Ich gehe jetzt nicht mit Nagel ran, sonst würde ich gegebenenfalls die Karte beschädigen. Das möchte ich natürlich nicht. Und das ist richtig gut. Also ich habe nicht gedacht, dass wir überhaupt einen Pull rausziehen. Geil, 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 geil. Ja, dann können wir das Video eigentlich schon beenden und ich lasse die anderen zu. Jetzt wird da erst recht nichts mehr rauskommen. Aber ihr könnt euch die Codes snacken. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet, dass ich jetzt auch mal wieder hier was Älteres aufmache. Ist natürlich immer so eine Sache, ob sich das dann finanziell lohnt, je nachdem, was man da natürlich noch an Produkten hat. Ich habe die Produkte damals gekauft, jetzt halt bei mir gelagert. Also habe ich die zu einem sehr günstigen Kurs bekommen. Ich würde jetzt nicht irgendwie die aktuellen Preise oder in Zukunft dann noch irgendwie viel Geld dafür ausgeben. Ja, gerade wir Sammler würden das eh nicht machen. Der gute Zero of Time, der macht sowas ja, der öffnet dann, kauft sich dann mal eben auch einen Booster da, wo ein Booster mehrere 100 € kostet, was schon irgendwie 10, 20 Jahre alt ist und öffnet die, was ich mega geil finde. Wo man auch einfach merkt, so ja, da geht es dem gar nicht darum, da irgendwie großartig Geld zu machen, sondern diese Produkte zu öffnen und das ist einfach geil, dass er uns da dann mitnimmt und uns die Möglichkeit gibt, dann nochmal dabei zu sein, wenn solche Produkte geöffnet werden, was ja wirtschaftlich gesehen totaler Schwachsinn ist, ne? Wenn dann ein Booster irgendwie 500-600 € kostet und die teuerste Karte in dem Set ist irgendwie so 500 €, ne?
richtig, richtig cool sowas. Also den schaue ich echt gerne. Ich weiß nicht, wie das so bei euch ist. Wenn ihr sonst noch schaut, auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Auch mal reinschreiben, was ihr euch wünscht. Wohin es mit dem Kanal gehen soll. Ob ich vielleicht auch mal mich selbst so in den Videos mit so einem kleinen Bild mit reinpacke. Und da hinter dem Tokodomaru haben wir ein Snoopy-Ticket. Auch ein süßes Artwork. Vielleicht auch mal in Zukunft so was wie Livestreams oder was auch immer. Ich überlege da vielleicht, das hier alles noch ein bisschen auszubauen. Mal schauen. Natürlich nur, wenn ihr Bock habt, weil der Markt ist natürlich schon recht voll und da gibt es ja auch immer mehr, jeder Arsch hat da seinen eigenen Shop gefühlt und ne, jeder will hier, kauft hier bei mir Livestream und ne, hier Booster, Box Break und ja, wenn ich das schon höre, ne, also sorry. So nach dem Motto, ihr finanziert mir meine Sachen, die ich hier auspacke. Mein Hobby, ja, weiß ich nicht. Also bei aller Liebe, ich meine, so ein Boxbreak kann man mal machen, alles ganz cool. Aber ich glaube, einige versuchen damit irgendwie nur Kohle zu machen, sich ihr Hobby irgendwie zu finanzieren. Ja, finde ich nicht so gut. Aber auch da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Schreibt es in die Kommentare. Und wir haben noch eine Reverse Rare. Leider schlecht gecentert, aber dafür ist das Artwork umso geiler. Cedra King. Und dahinter eins Medbo. Zwei schlecht gecenterte Reverse Rare und eine schöne Trainerkarte. Natürlich ist Bromley jetzt gewiss nicht mein Favorit. Ich hoffe, ich habe diese Karte noch nicht. Dann würde mich das umso mehr freuen. Das war jetzt ein kleineres Video und für morgen habe ich auch noch was ganz Feines ausgesucht und seid da gespannt. Also es wird feurig, so viel kann und darf ich versprechen. Und eins verspreche ich auch noch, wir ziehen in dem Fall dann definitiv Glurak. Das versichere ich euch an dieser Stelle. Also seid gespannt, schaltet morgen wieder ein. Lasst ein bisschen Support, ein bisschen Liebe da. Vielen Dank an euch alle. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Alles Liebe, alles Gute, euer Puckeknecht90. Ciao.